Eine Übungsaufgabe zur Thermochemie betitelt mit Hessischer Satz. Der Hessische Satz ist nichts anderes als der Energieerhaltungssatz für chemische Reaktionen. Er lautet, die Reaktionswärmen, genauer, die Reaktionsenthalpien sind wegunabhängig. Es macht keinen Unterschied, ob ich direkt von unserem Ausgangsstoff zu unserem Endprodukt gehe oder ob ich über beliebig viele Zwischenstufen von A nach E gehe, was die Reaktionswärme angeht. Die Aufgabe beinhaltet zwei Reaktionen. Einmal die Bildungsreaktion von Wasserstoffperoxid aus den Elementen. Die ist mit einer Reaktionswärme von minus 5,59 Kilojoule pro Gramm verbunden. Die Bildungsreaktion von Wasser aus den Elementen ist mit einer Reaktionswärme von minus 15,83 Kilojoule pro Gramm verbunden. Aus diesen beiden Daten für Synthesen von Wasser und Wasserstoffperoxid soll ermittelt werden die Reaktionswärme der Hydrierung von Wasserstoffperoxid zu Wasser und die Reaktionswärme der Oxidation von Wasser zu Wasserstoffperoxid. Die Angaben sind alle auf ein Gramm bezogen und als erstes wollen wir diese Angaben umrechnen auf molare Größe. Das hier ist die Synthesereaktion von Wasserstoffperoxid, die Bildungsreaktion von flüssigem Wasserstoffperoxid. Wir haben eine spezifische Reaktionswärme von minus 5,59 Kilojoule pro Gramm. Das ist eine isobare Reaktionswärme, das bedeutet, entspricht einer Enthalpiedifferenz, einer Bildungsenthalpiedifferenz. Die Molmasse von H2O2 ist 34 Gramm pro Mol. Wenn 1 Gramm 5,59 Kilojoule Wärme freisetzen, setzt ein Mol die 34-fache Menge frei. Das bedeutet, minus 190,06 Kilojoule pro Mol ist die molare Standardbildungsenthalpie. H für Enthalpie, F für Formation, Bildung und 0 für Standard bedeutet, wir starten mit einem Mol Wasserstoff und Sauerstoff, wir enden mit einem Mol H2O2 flüssig. Dieselbe Rechenoperation für die Bildung von flüssigem Wasser. Wir haben eine spezifische Bildungswärme von minus 15,83. Wir haben eine Molmasse von 18. Bedeutet, wir haben eine molare Standardbildungsenthalpie für Wasser von minus 284,94. Wenn ich ein Mol Wasser aus den Elementen herstelle bei 25 Grad, ist das eine exotherme Reaktion mit minus 284,94 Kilojoule an Wärme. Jetzt skizziere ich diese Bildungsenthalpien in ein Enthalpiediagramm. Die Enthalpien wurden so festgesetzt, dass sie alle in Bezug zu den Elementen stehen. Elemente haben bei Standardbedingungen per Definition den Enthalpiewert 0. Alle Elemente in beliebigen Mengen kann man hier auf diese Nulllinie schreiben. Flüssiges Wasser hat eine negative Bildungsenthalpie, liegt also energetisch tiefer als die Elemente und die Bildungsenthalpie entspricht dem Verbindungspfeil von den Elementen zur Verbindung. Dieser rote lange Pfeil ist die Bildungsenthalpie von flüssigem Wasser. Die Bildungsenthalpie von flüssigem H2O2 ist deutlich geringer. Etwa hier liegt das Niveau der Enthalpie von H2O2 und dieser kurze rote Pfeil, dieser kurze gelbe Pfeil ist die Bildungsenthalpie von Wasserstoffperoxid. Wir können nun auf die Enthalpieniveaus der Elemente oder auch der Verbindungen beliebig viel weitere Elemente ergänzen, ohne deren Lage zu verändern, denn Elemente haben die Enthalpie 0,
Ich kann zu jeder Zahl die Zahl 0 addieren. Ich addiere sowohl bei den Elementen als auch beim Wasser ein halb O2 und verändere das Energiediagramm nicht. Was ich aber jetzt habe, ist, ich habe das Niveau von H2O2 plus Sauerstoff und ich habe das Niveau von H2O und Sauerstoff und habe das Niveau von H2O2. Das heißt, ich habe genau die beiden Edukte und Produkte, nach denen gefragt ist bei der Oxidationsreaktion. Der grüne Pfeil hier repräsentiert die Reaktionswärme, die Reaktionsenthalpie für die Oxidation von Wasser mit Sauerstoff. Und nach dem Hessischen Gesetz können wir den grünen Pfeil einfach durch vektorielle Addition des grünen, des roten und des gelben Pfeils erhalten. Wir halten einen positiven Wert, nämlich plus 94,88. Die Reaktion, Oxidation von Wasser findet freiwillig nicht statt. Wir können also diesen grünen Pfeil gar nicht experimentell messen. Aber weil der Energiesatz gilt, weil der Hessche Satz gilt, können wir sagen, wenn die Reaktion ablaufen würde, dann wäre sie endotherm mit einer Enthalpie von etwa 95 kJ. Eines der großen Vorteile des Hessischen Satzes, dass wir Reaktionen thermochemisch berechnen können, die gar nicht stattfinden. Wir können zu unseren Niveaus Wasserstoff addieren, damit ändern sich die Niveaus nicht. Wir können auch ein weiteres Mol Wasser synthetisieren und haben dann ganz unten ein Niveau, auf dem sich 2 Mol Wasser befinden. Diese 2 Mol Wasser entstehen mit einer Bildungsenthalpie von 2 mal minus 284,94 kJ, 2 rote Pfeile. Ich kann jetzt die zweite gefragte Reaktion diskutieren, nämlich die Hydrierung von Wasserstoffperoxid. Diese entspricht in dem Diagramm dem großen grünen Pfeil von H2O2 plus Wasserstoff bis ganz nach unten zu 2 mal Wasser. Nach dem Hessischen Satz müssen wir jetzt 3 Enthalpien vektoriell addieren, nämlich 2 mal die roten Pfeile und einmal den gelben Pfeil, um zum grünen Pfeil zu gelangen. Wir erhalten dann für den grünen Pfeil eine Enthalpie von minus 379,82, eine deutlich exotherme Reaktion. So viel Wärme wird frei, wenn ein Mol H2O2 komplett hydriert wird zu 2 Mol Wasser.